Oxygen. All right, I have a scanner.
New blueprint synthesized. Oxygen. New blueprint synthesized. Adding additional blueprints to your databank. The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing.
The standard oxygen tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. All right, I have a scanner. In goes the battery in titanium, out comes the scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Nein, ich habe jetzt gesehen, dass mein Mikro die ganze Zeit stumm war. Scheiße. Ich habe nämlich davor was anderes gespielt. So Multiplayer-Game halten, da habe ich mich halt stumm gemacht. Scheiße. Nein. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit so Selbstgespräche geführt. Ja, hey, herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Hey, Fleischfresser. Der Kegelpinguin ist ein Fleischfresser? What the fuck? Ein vogelähnliches Tier, das kleine Fische und... Na ja, gut, ja, ja, ist klar. Ich dachte jetzt hier, die fressen uns auch oder so. Frisst kleine Beutefische und wirkt sie für seine Küken wieder hoch. Schwanz und Klauen können eingezogen werden für ein schnelles Ausweichen von Räubern und starken Halt auf dem Eis. Scharfe Zähne, die im Schnabel verborgen sind, können Angreifer und Beute gleichermaßen zerstückeln. Rottet sich zum Schutz vor Kälte an Land zu Gruppen zusammen. Ja. Weniger Beurteilung, weniger niedlich, als sie aussehen. Und das Küken? Junge Kegelpinguine neigen dazu, sich in Erwartung ihrer nächsten Mahlzeit auf den Trockenen zusammenzurotten. Fressen nahezu ausschließlich Fisch, der von den erwachsenen Tieren der Rotte hochgewürgt wurde. Sie bleiben im Zentrum der Rotte, um sich warm zu halten und vor Wind zu schützen. Werden die Küken von der Rotte getrennt, werden die erwachsenen Tiere unruhig und beginnen, nach ihren Küken zu suchen. Also bitte nicht stören. Harmlos. Die sind harmlos. Pflanzenfresser. Ist der Seekobold. Ein mittelgroßer, intelligenter Pflanzenfresser, der großes Interesse an anderen Lebensformen Besitz zeigt, zum Verständnis dieser Art. Zwei mit Saugnäpfen versehene fingerähnliche Fortsätze. Zum einfachen Umgang mit Gegenständen. Mit Vorsicht untersuchen. Sie bauen Nester, in denen sie zu unbekannten Zwecke Dinge von Interesse horten. Das ist vielleicht nicht schlecht, wa? Wenn wir wissen, wo die ihre Nester haben. Die haben bestimmt gute Sachen dabei. Ja, der Fisch könnt ihr euch mal selber durchlesen. Fische, muss ich sagen, die interessieren mich jetzt nicht so besonders. Ich interessiere mich eher für die großen Tiere. Hier, Pflanzendinger könnt ihr euch auch durchlesen. Drückt da in dem Fall Pause. Rotgarbe, Pflanzen interessieren mich jetzt auch nicht so wirklich. Aber ich will das alles mal gescannt haben. Schuppige Zungen an der Mone. Mhm. Und die Tafelkoralle. Und was haben wir hier noch? Die Schlingpflanze. Ja, die braucht man natürlich. Könnt ihr euch, euch auch durchlesen. Mann, das ärgert mich voll, dass die ganze Zeit stumm war. Das ist doch blöd. So, wir brauchen diese Körbchen wieder, ne? Körbchengröße. Taschenlampe an. Das glaube ich, es regnet schon wieder. Die Geiselkörbchen. Hier waren auch immer welche. Da ist noch einer. Mit einem kann ich zwar nicht viel anfangen. Aber hier ist auch noch einer. Aber ist okay. Titanium. Das hier ist ein bisschen größer. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt was zum Abbauen gewesen. So, Geiselkörbchen. Da wollte ich mir nur noch eine Batterie machen. Und dann können wir von mir erstmal ein bisschen weiter wegschwimmen, ne? Ich weiß bloß nicht, in welche Richtung. Was ist das jetzt hier noch? Einen Scanner haben wir ja. Wir haben eigentlich fast alles, was jetzt so notwendig ist. Reparatur brauchen wir noch nicht. Und Schwimmhilfe für eine Person. Brauche ich, glaube ich, auch nicht. Was zu essen würde ich mir noch mitnehmen.
Das packe ich mal rein. Ja, zwei Fische haben wir nur noch. Ach, da war auch noch ein Geiselkörbchen, aber ist ja egal. Und was zu trinken nehmen wir noch mit. So. Warte, die muss ich noch braten und dann können wir losziehen. Mann, das ärgert mich voll, dass ich die ganze Zeit stumm war. Ich muss mich dafür nochmal entschuldigen. Sorry! Das war echt keine Absicht. So, ja. Ich schwimme einfach mal in die Richtung. Im Dunkeln auch noch. Ich bin sehr mutig. Zeug nehme ich erstmal nicht mit. Ich werde erstmal ein paar Sachen scannen. Das hört sich wieder an nach den, nach diesen, die Wale, wisst ihr noch? Und ersten Teil Subnautica. Huch, was war denn das da oben? Nanu? Wo ist dies? Hä? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Komm hier nicht hoch. Doch, komm ich hoch. Die sehen aus, als würden die in der Luft schweben. Und da hinten auch. Hä? Boah, krass, wie das hier aussieht, ne? Alter Finne. Meine Batterie ist nämlich nur noch auf 70%. Ich habe Angst, hier ins Wasser zu springen. So, hier müssen wir scannen. Mineraldetektors. Schreibtisch. Ja, dann können wir das nämlich auch alles craften. Jawoll. New blueprint synthesized. Das sieht aus wie eine Kaffeemaschine, kann ich aber nicht scannen. Oh, eine Leuchtfackel. Oh, was für Eisen. Hallo, Pinguine. Ja, ist kalt hier, ich weiß. Okay. Mehr finde ich jetzt hier nicht. Hops. Pinguine. Pinguine. Voll schön hier. Hm, was war jetzt hier zum Scannen? Huch. Eine Purpurranke. Kann man da eigentlich was abschnippeln? Licht oder so? Nee. So, ich muss leider Nähe der Oberfläche erstmal sein. Weil. Alter, wie tief geht denn das hier? Ah, sind das nicht hier diese Luftblasendinger? Aber was ist das für ein Fisch? Achso. Fülle Tauchflasche auf. Ja, gerne. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Signalboje. Mhm. Ja. Nimm mal mit. Leuchtstabs. Ein Fläschchen hätte ich gar nicht mitbringen brauchen. Weiter ist hier aber nichts, ne? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 30 Sekunden. Schaffe ich das bis nach oben? Ja, ne? Ach, guck mal, bei der, was regnet schon wieder? Bei der größeren Sauerstoffflasche sagt sie dann aber ein bisschen eher, ne? Das, 30 Sekunden. Ah, da ist der Dieb wieder. Wenn man wissen, wo die ihre Nester haben. Sind wir nicht von da gekommen? Ah, ja. Ich wollte eigentlich nichts sammeln, aber ich glaube, hier waren noch ein paar Geiselkörbchen, oder? Was ist das? Eine Tischkoralle. Und hier ist was. Oh, mobile Fahrzeugstation. Cool. Und ich sollte wieder nach oben, ne? Ja. Warning. Ja, 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 ja. 30 seconds of oxygen remaining. Bin da unterwegs. Ich bin immer ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen nicht ängstlich, will ich sagen, aber ich bin immer so leicht schreckhaft. Deswegen brauche ich immer großen Mut, ein bisschen tiefer zu schwimmen. Also jetzt nicht wegen Sauerstoff, aber
Ich mag nicht erschreckt werden, ehrlich gesagt. Wir scannen mal ein paar Sachen wieder, ne? Hallo Blasinfisch. Nochmal Luft holen. Da waren wir ja schon. Dann schwimmen wir mal noch ein bisschen weiter weg. Machen wir die Taschenlampe, glaube ich, wieder an. Okay, die bringt hier oben gar nichts. Das sieht mir aus wie nach einem Felsen oder so. Was kommt denn da aus? Sie sprudelt. Ob das so eine gute Idee ist, hierher zu schwimmen? Was ist das? Hydro. Irgendwas. Kann man nichts einsammeln, ne? Gravi. Was? Gala. Ah ja, die Steine kann man ja auch scannen. Warning. Oh. 30 seconds of oxygen remaining. Ja! Oh nein, ist das nicht so ein Dieb wieder? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Da schwimmt ja noch was Größeres. Das sind aber so eine Viecher, die angreifen, ne? Der macht so einen Krach. Alter Falter. Und ich als Schisser, weißt du? Es sind ganz schön viele Diebe hier, man weiß gar nicht, wo man hinschwimmen soll. Diese Seekobolde. Oder wie die sich nennen. Können wir mal ein bisschen schneller schwimmen hier? Kommt mal alles so langsam vor. So, nochmal fix Luft holen. So. Also vom Scannen her haben wir ein bisschen was erreicht. Da haben wir jetzt die Signal. Eine Navigationshilfe behalten, sendet ihre Position. Genau. Persönliches. Ein Mineraldetektor, ein Entfernungsmesser zum Orten von Rohstoffen, Fragmenten und anderen Gegenständen. Das ist nice. Silikongummi und Kupferdraht brauchen wir dafür noch. Das gab es nämlich auch noch nicht im, im ersten Subnautica. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Kupferdraht. Lass mich raten, mach nur aus Kupfer. Kupfer, ich nehme mal ein bisschen was mit. Und Silikon, da haben wir auch ein bisschen was. Kupfer müssen wir jetzt hier machen können, jawohl. So, dann würde ich gerne diesen Mineraldetektor tun. Wie kann ich den Bauplan jetzt hier wieder entfernen? Ja, das ist nice. Das ist wirklich nice. So, ich werde mal hier diesen Dings hier reintun. Brauche ich nicht. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den werde ich gleich essen. Bringt mehr Trinken, aber ehrlich gesagt, ach komm, weg damit. Das brauchen wir. Leuchtfackel. Eine Wegwerfleuchte nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Die behalte ich mal. Das werde ich essen. Okay, es reicht gar nicht. Dann muss ich mir nochmal was braten. Das ist auch unser letzter Fisch. Nochmal eine Wasserflasche mitnehmen. So. Nom 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 nom. Und auch voll. Super. Was wollte ich jetzt? Achso, warte mal. Der Mineraldetektor ist gar nicht ausgerüstet. So. Okay.
So, wie sieht das aus, wenn ich den jetzt ausrüste? Suche läuft, Quarz. Ah, ich kann mir das aussuchen. Ist ja cool. Titan, Schwefel. Achso. Schwefel gibt's ja wohl gar nicht. Noch kein Schwefel in der Nähe. Ich weiß nicht, wofür ich Schwefel brauche, aber ich wollte es mal probieren. Warte mal, wir nehmen mal vielleicht was Leichteres, Titan zum Beispiel. Ist das hier kein Titan? Nein. Okay. Dann auch kein Titan? Nee, es war irgendwas anderes. Suche läuft. Macht er denn Geräusche oder was, wenn er was findet? Also ich würde das jetzt nicht für Kupfer oder so benutzen, weil Kupfer gibt es ja eigentlich viel. Aber so Schwefel, das dann auch nicht. Ist doch Titan. Suche läuft. Aber hä, muss ich da was drücken? Ich habe keine Ahnung. Batterie. Lass es wegstecken. Das ist ja nur... Ah, guck mal. Der geht, komischerweise. Piep, 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 piep. Hallo? Oh. Warte, mal kurz scannen. Wo wir es ja schon haben. Nein. Ja. Oxygen. Ah. Ja. Oxygen. Ah, okay. Ich glaube, weil man Titan so an sich nicht gescannt haben, sondern nur die Steine. Ich jetzt verstehe es. Guck mal, wenn ich jetzt hier... Hier sagt er irgendwo. Oh, hier ist ein Geiselkörbchen. Nehme ich nochmal mit. Batterien, glaube ich, waren das. Altera Beacon Signature detected. Oh. Unique Identifier. Delta Station Dock. Delta Station? Wie weit ist denn die weg? Delta Station. This is the place Lil mentioned in her 500. Message. 500. Ey, guck mal. Mit dem. Ich will noch mal was probieren. Warte. Hier. Guck mal, ach süß. Ey, wollte gar nicht laufen. Aber guck mal, es gibt schon Unterschiede, ne? Der ist ganz klein, der ist ein bisschen größer schon. Ist ja cool. Kann ich dich auch mitnehmen? Nee. Ich teste mal. Tschüss. Ich mach mal einen Test. Moin. So. Gegenstand kann ich nicht benutzen. Stattdessen Vorratsbehälter. Vorratsbehälter? Ich soll denn hier in den Schrank stecken? Der verhungert doch. Hm.
Oh, okay. Ja, da haben wir wieder ein bisschen was. Was war das hier? Ach, Blei haben wir gefunden. Okay, Schrank ist voll. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist ja neu. Segelgleiter, den hätte ich gerne. Signalboot Delta Station. Aber ob wir da so leicht jetzt hinkommen, ich weiß ja nicht. Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. So, haben wir noch Pflänzchen gehabt hier, ne? Und eine Mineralablagerung, die häufig Silber oder Titan enthält. Gold oder Titan. Ach ja, das sind ja die Steine, genau. So, da will ich mal lesen. Das ist, diese schornsteinförmigen Gebilde bestehen aus gelösten Mineralien, die durch die Planetenkruste nach oben gedrückt werden. Die Anwesenheit von Mineralsulfiden verleiht dem austretenden Material sein dunkles, trübes Aussehen. In der Nähe entdecktes Wasserlebewesen haben sich möglicherweise an das Vorhandensein dieser toxischen Verbindung... Es ist toxisch. Also vielleicht auch nicht so gut für uns. Beurteilung, den ausgesetzt zu sein oder ein Risiko für menschliche Gesundheit darstellen. Kann ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Da haben wir's. Ich mache nochmal eine Batterie. Man kann davon nie genug haben. Inventar. Sag mal, hatte ich nicht noch eine Batterie gemacht? Ich hatte doch vorhin schon eine gemacht. Sag nicht, ich habe die aus Versehen schon ausgewechselt gehabt. Ah, okay. So, ich habe leider keinen Platz im Schrank. Dann nehme ich mal noch eine Flasche mit. Und tu mal hier das Quarz hier rein. Und. Ja, Essen haben wir jetzt. Also habe ich zwar hier was, kann ich vielleicht auch mitnehmen. Nehmen wir mal so ein Dings mit, das macht ja gut satt eigentlich. Was können wir denn auf dem letzten Drücker essen? So, wie gesagt, ich würde zwar gern zu dieser Delta-Station, aber nur mit dem Gleiter, ne? Weil, weiß nicht, geht doch besser dann. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so gut, dass es jetzt hier Raubtiere gibt. Also gab es vorher auch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Geiselkörbchen. Oder lese ich das falsch vor? Die heißen noch so, oder? Geiselkörbchen. Luft. Moin. Es ist so kalt hier, lass mal kuscheln. Ich kann einfach über die drüber laufen. Ah, okay. Es ist so kalt. Okay, Leute. Ich überziehe schon meine Zeit. Dann gehe ich noch mal kurz hier rein, um mich zu verabschieden. Hab's. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Entschuldige mich nochmal dafür, dass ich Anfang der Folge mein Mikro aus hatte. Entschuldigung, wirklich. Das war wirklich keine Absicht. In der nächsten Folge ist alles besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.